Ich bin Kunde bei Vodafone Kabel Deutschland bzw. Vodafone Kabel. Und wenn man da einen Vertrag abschließt, dann bekommt man hier so einen Böbel für seinen bestehenden Kabelanschluss und den steckt man drauf und hat dann unten drei Ausgänge. Schauen wir uns gleich an, wenn ich den jetzt abziehe. Der Sinn des Ganzen ist, man spart sich den Technikertermin. Früher wurden bei Kabel Deutschland solche Dosen gesetzt und dafür kam dann immer ein Techniker vorbei. So ist es ein bisschen eleganter, denn dann bekommt man einfach ein Paket per Post und hat den Anschluss in der Regel auch schneller. Prinzipiell ist das auch völlig okay so, da gibt es eigentlich nichts dran zu meckern. Wer sich eine Dose setzen möchte, kann das natürlich selber tun. Und genau das machen wir heute. Und es gibt dazu auch ein Video von Exing, das ich euch empfehlen würde. Exing ist der Hersteller von diesem Teil. Und zwar habe ich hier in der Hand das BSE 963-11N. Das müsste bei mir passen. Ich habe hier auch nur gefährliches Halbwissen, aber das ist eine Enddose. Und da hier der Kabelstrang endet, hoffe ich mal, dass das passt. Aber das werden wir ja im Laufe des Videos dann sehen. Zusätzlich zu dieser Dose habe ich mir noch so eine Abdeckung bestellt, eine einteilige, die dann direkt da drauf gesetzt werden kann. Aktuell installiert ist hier eine zweiteilige. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Konstellation, die ihr jetzt zu Hause habt, wenn ihr einen Kabel-Deutschland-Anschluss habt. Also könnt ihr genauso vorgehen, wie ich das jetzt tue. Wichtig ist nur, die Dose halt richtig auszuwählen. Genau diese verlinke ich euch mal unten. Kann aber auch sein, dass ihr vielleicht eine Durchgangsdose braucht. So, ich ziehe jetzt mal das, nein, halt, ich beziehe das nicht ab. Ich mache die Fritzbox aus. Hier oben habe ich euch mal das so ein bisschen reingekippt. Hier, das ist das entscheidende Licht. Das ziehe ich jetzt mal ab, dann geht die Fritzbox aus. Aber das hier muss an sein, damit Verbindung ins Kabelnetz ist und das wird dann nachher spannend werden. Also ich habe hier so ein ganz kurzes Kabel, das drehe ich gleich mal raus. Hier seht ihr dieses Adapterteil und dass man unten dann drei Anschlüsse hat. Kann man natürlich TV weiter benutzen, so ist das gedacht. So, das drehe ich mal raus. Und jetzt ist ja mein Ziel, das Ding hier rauszukriegen. Dazu drehe ich jetzt hier vorne die Schraube einmal raus. So, hier ist eine Schraube drin. Die ist nur für die Abdeckung gedacht. Und jetzt haben wir die nackte Dose vor uns. Da haben wir hier ein bisschen versteckt zwei Schrauben, die raus müssen. Und wenn das passiert ist, kann ich die schon raushebeln hier. Die ist ein bisschen verklebt. Wurde nicht gut abgeklebt beim letzten Mal streichen. So. Wenn die ein bisschen schwer rausgeht, dann habt ihr hier an der Seite noch zwei Schrauben. Zeige ich euch gleich, aber ich müsste die, glaube ich, bei mir so rauskriegen. Jawohl. Diese Teile hier hinten, die kann man noch quasi in die Wand, ja, rammen ist jetzt der falsche Begriff, aber hier sind zwei Schrauben, die die eben lockern oder halt eben festziehen. So, ich will ja die Dose rausmachen, das heißt, hier vorne habe ich so eine kleine Schraube, die muss auch noch raus oder geöffnet werden zumindest. Bin mir jetzt bei dem Modell nicht sicher. Ja, die geht ganz raus und jetzt müssen wir mal schauen, genau. Jetzt müssen wir das Ding hier abkriegen. Jawohl. Und da seht ihr jetzt, ist das Kabel drin. Und dann habe ich hier noch eine Schraube, die gelöst werden muss. Da ist die Seele normalerweise mit fest. So, und jetzt kommt das Ding hier raus. So, das ist jetzt nicht ganz so korrekt abisoliert. Spannend, okay. Also wir versuchen es mal trotzdem so, wie es ist, einzusetzen. Aber wenn ich jetzt der Anleitung glauben darf von Exing, hätte das ein bisschen anders aussehen müssen. Die Schirmung ist nämlich hier jetzt nur so zurückgebogen. Aber wollen wir uns erstmal daran nicht stören. Also was muss ich jetzt hier einsetzen? Ich zeige das mal von hier unten. Hier unten, da habe ich eine Schraube, die muss nach oben gedreht sein. Und hier unten habe ich ein kleines Löchlein. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Da muss diese dünne Seele reingesteckt werden und dann mit der Schraube wieder festgedreht werden. Ich mache die jetzt hier erstmal locker, die Schraube. So. Und dann kommt das Teil hier rein. So, nach viel Gewürge habe ich es jetzt geschafft, die richtig einzuspannen hier. Und jetzt kommt das zweite Teil hier drauf, diese Abdeckung. Die hat auch nochmal eine Schraube. Und damit wird das festgezogen jetzt. So, und da ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass das Kabel vielleicht nicht so richtig sitzt, kann ich jetzt testen, ob das Ganze auch funktioniert, weil angeschlossen ist jetzt im Prinzip schon mal alles. Bevor ich die jetzt wieder kosmetisch da in die Wand setze, schraube ich schon mal hier den Anschluss drauf und starte mal die Fritzbox neu.
Und wir warten hier auf das grüne Licht hier oben, dass das durchgängig leuchtet. Wie ihr jetzt sehen könnt, leuchtet die Leuchte durchgängig hier oben. Und ich habe jetzt gerade auch noch im Hintergrund einen Speedtest auf dem PC gemacht. Die 400 Mbit, die ich habe, kommen also komplett durch. Das hat also gar nicht so viel geschadet, dass das jetzt hier ein bisschen falsch war mit dem Abisolieren von dem Kabel. Ich setze das mal zurück und jetzt kann ich das hier wieder abdrehen. Jetzt müssen wir die hier einsetzen. Die setzen wir im Prinzip genauso ein wie die andere auch. So, ich habe mal Licht gemacht, dass ihr was sehen könnt. Was ich jetzt für ein Problem habe, ich kriege das Ding nicht rein. Das liegt hier an den Krallen an der Seite. Und weil ich eine andere Befestigungsmöglichkeit habe, kann ich die eigentlich einmal komplett abschrauben. Die verhängen sich nämlich immer wieder da drin. So, den nehme ich mal raus. Mal das. Kann man einfach abschrauben. Und weg damit. Und jetzt versuchen wir das nochmal reinzukriegen. Und das sieht schon besser aus. Die andere Befestigungsmöglichkeit, erinnert ihr euch vielleicht von vorhin noch dran, das waren diese kleinen Schräubchen an der Seite. Die kann ich jetzt einfach wieder anbringen. Und zwar hier habe ich ja die Aussparung dafür. Und die drehe ich jetzt einfach wieder rein. So, jetzt sitzt das Ganze fest und jetzt kann diese Abdeckung drauf, die hat den charmanten Vorteil, dass die eben nicht wie zweiteilig ist, sondern halt einteilig ist und kann einfach so draufgesetzt werden. Und dazu ist hier unten so eine kleine Schraube drin in der Abdeckung selber. Das ist die Original-Exing-Abdeckung, kostet irgendwie nur 1 Euro oder so. Und dann kann man hier dieses Teil reinschrauben. So, sieht das doch einigermaßen manierlich aus. Und hier schrauben wir wieder dieses Teil rein. Ja, das war's jetzt schon. Sieht doch besser aus als der andere Klotz, der da die ganze Zeit davor gesessen hat.